Geschäftsideen finden. Warum ist das eigentlich so schwer? Mein Sohn hat die Frage ganz einfach beantwortet. Er saß neben mir im Büro und sagte: Papa, weil alle immer nur über die Zutaten reden. Und ich habe sofort hinterhergeschoben, aber keiner das Rezept hat. Genau das ist der Grund. Und in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen und Sie werden lernen, was Sie vor dem Finden der Geschäftsideen überhaupt erstmal tun müssen. Und ich gebe Ihnen eine kleine, aber feine Anleitung, eine kleine Checkliste an die Hand, wie Sie eine solide Geschäftsidee für sich selber finden können. Am Ende des Videos beantworte ich dann noch die häufigsten Fragen zum Thema Geschäftsideen finden. Torsten Montag hier vom Gründerlexikon, heute zum Thema Geschäftsideen finden. Bevor es losgeht, die beiden Dinge, die Sie vor dem eigentlichen Suchen der Geschäftsidee machen müssen. Und zwar erstens, Sie müssen prüfen, ob Sie ein Unternehmertyp sind. Denn wenn Sie kein Unternehmertyp sind, werden Sie auch später, selbst mit einer richtig guten Geschäftsidee, Ihr eigenes Unternehmen nicht führen können. Sie werden damit scheitern und dann war alles umsonst. Und das wollen Sie ja natürlich nicht. Also vorher prüfen. Ich habe dazu einen Test vorbereitet, den können Sie ausfüllen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Die zweite Voraussetzung, die Sie erfüllen müssen und die zweite Sache, die Sie tun müssen, bevor Sie eine Idee finden, Sie müssen mit Ihrer Familie darüber sprechen. Fragen Sie nach, setzen Sie sich mit Ihrer Familie an einen Tisch und erklären Sie, was Sie vorhaben und schauen Sie, ob die Familie überhaupt mitspielt. Denn nichts ist schlimmer, als gegen den Strom der Familie zu schwimmen. Sie werden vielleicht etwas durchhalten, aber irgendwann wird der Strom Sie zurückdrängen und dann haben Sie es verpasst. Die Familie muss also zustimmen, deswegen ganz wichtig, diese beiden Dinge vorher prüfen. Und wenn diese beiden Dinge geprüft sind und sie fallen für Sie positiv aus, dann können Sie starten mit der eigentlichen Suche der Geschäftsidee. Und wie die genau geht, das schauen wir uns an der Tafel drüben an. Ich habe eine kleine Reihenfolge vorbereitet, eine Checkliste. Das gucken wir uns jetzt mal an. Hinter mir sehen Sie also den Ablaufplan zum Finden einer Geschäftsidee. Es geht los, indem Sie sich fragen, haben Sie schon eine Geschäftsidee oder müssen Sie noch eine suchen? Wenn Sie bereits eine Geschäftsidee haben, dann ist der nächste Schritt, Sie müssen diese prüfen, analysieren, gegebenenfalls bestätigen oder vielleicht aber auch sogar verwerfen und eine neue Idee suchen. Und dann sind Sie in der Stelle, wo der normale Existenzgründer bei Null startet, eine Geschäftsidee suchen und jetzt fragen Sie sich, suchen Sie selber oder lassen Sie suchen? Ganz einfache Geschichte. Manche trauen sich das nicht zu. Manche möchten da Geld sparen und manche möchten es professionell, richtig, vernünftig angehen und auf die Erfahrung von fremden Beratern zugreifen. Das ist jetzt die Frage, die Sie für sich beantworten müssen. Wenn Sie sagen, Sie möchten jemanden nutzen, suchen lassen, dann brauchen Sie natürlich den Berater dazu oder jemanden, dem Sie vertrauen. Wie man den findet und was der für Eigenschaften haben muss, das möchte ich an der Stelle überspringen. Das würde den Rahmen sprengen, das machen wir in einem anderen Video. Wenn Sie sagen, Sie machen das selber, Sie suchen selber, dann haben Sie prinzipiell Möglichkeiten, die ich im Folgenden aufgeschlüsselt habe. Es sind vier, es gibt sicherlich noch ein paar mehr, aber das waren erstmal so für mich die wichtigsten. Ich habe die Möglichkeiten gegliedert und aufgeteilt in den zeitlichen Aufwand, in den monetären Aufwand, also wie viel Geld müssen Sie da bezahlen und in die Erfolgsaussichten. Das ist alles von mir, Bauchgefühl bzw. meine persönliche Meinung. Das kann im Einzelfall natürlich anders sein. Im Allgemeinen gilt hier immer, Ausnahmen bestätigen die Regel. Sie werden also immer eine Ausnahme finden zu dem, was ich sage. Und was immer gilt, es kommt bei jeder Geschäftsidee, in jeder Variante auf den Gründer an, auf die Persönlichkeit an. Das, was ich zu Beginn sagte,
Wenn Sie persönlich nicht in der Lage sind, wenn Sie auf Deutsch gesagt es nicht drauf haben, Unternehmer zu sein oder so etwas umzusetzen, werden Sie es auch nicht schaffen. Mit der besten Geschäftsidee schaffen Sie es dann nicht. Das setze ich jetzt alles mal voraus und starte jetzt mit der ersten Variante. Die Variante, die für mich die denkbar ungünstigste ist, man könnte auch sagen, die dümmste ist, die man nutzen kann. Sie suchen sich eine 1:1 Kopie einer Idee und bauen das wirklich genauso nach. Das ist also jetzt hier an der Stelle. Der zeitliche Aufwand ist relativ gering, auch der monetäre Aufwand ist relativ gering und der Erfolg ist natürlich auch relativ gering, deswegen auch den roten Blitz. Lieber Finger davon weg. Was einmal schon funktioniert hat, wird in den seltensten Fällen nochmal funktionieren. Deswegen gehe ich jetzt auch ganz schnell auf die zweite Variante, auf den Kauf, die sogenannte Unternehmensnachfolge. Sie kaufen also ein fertiges Unternehmen, eine fertige Webseite, einen fertigen Online-Shop, ein fertiges Industrieunternehmen oder dergleichen mehr. Der Vorteil, der Erfolg ist vorprogrammiert, denn Sie sehen ja anhand der Zahlen, dass es geklappt hat über mehrere Jahre. Dazu müssten Sie allerdings die Zahlen auch gut interpretieren. An der Stelle empfiehlt sich wirklich ein Berater im Übrigen. Der zeitliche Aufwand ist nicht besonders hoch, denn es gibt dazu Börsen, es gibt dazu Marktplätze, wo man solche Dinge sehen, einsehen und kaufen kann, vermittelt wird. Allerdings ist der monetäre Aufwand, der Geldaufwand enorm, weil Sie müssen ja dem Verkäufer eine ordentliche Summe zahlen, dass er das Ganze aufgibt. Und das müssen Sie dann erst in Zukunft wieder einspielen. Deswegen ist das so der Wermutstropfen dabei. Aber für mich persönlich die beste Variante, um eine Geschäftsidee umzusetzen. Sie kaufen sie einfach fertig. Nachfolge. Dann die dritte Variante. Sie entwickeln eine vorgefertigte Idee oder eine bestehende Geschäftsidee weiter. Sie machen sie besser. Und das geht am besten mit der Ansoff Produktmarktmatrix. Die habe ich Ihnen hier unter dem Video in einem extra Artikel mit Beispielen mal ganz ausführlich erklärt. Etwas besser machen mit der Ansoff Produktmarktmatrix. Zeitlicher Aufwand Mittel, Investitionsvolumen ebenfalls Mittel und Erfolgsaussichten finde ich ebenso Mittel. Deswegen im Durchschnitt durchaus empfehlenswert, muss aber gut geprüft sein. Die letzte Variante ist das, was die meisten unter einer Geschäftsidee finden, sich vorstellen, eine sogenannte Erfindung, egal was, ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung. Sie stecken ziemlich viel Zeit hinein, entwickeln und forschen, gucken, was braucht der Markt, was gibt es noch nicht und prüfen entsprechend. Der zeitliche Aufwand deswegen enorm hoch, der monetäre Aufwand moderat, kann auch sehr hoch sein, je nachdem, was Sie da genau entwickeln und erfinden wollen. Dementsprechend aber die Erfolgsaussichten durchaus überdurchschnittlich, sodass ich auch diese Variante empfehlen kann für besonders kreative Menschen. Und jetzt komme ich auch zu dem Stichwort Kreativität, denn die ist dabei extrem gefordert. Und wie kommt man generell auf solche Ideen, nicht nur auf die Erfindung, durch die Kreativitätsmethoden? Und genau diese Kreativitätsmethoden habe ich auch wieder unter dem Artikel oder unter dem Video in einem Artikel zusammengefasst. Das sind etliche unterschiedliche Ansätze, zum Beispiel Brainstorming als Beispiel genannt. Da gibt es noch wesentlich mehr. Sie können das entweder alleine durchführen oder in einer Gruppe. Der Vorteil ist, in der Gruppe haben Sie wesentlich mehr Ideen, größere Vielfalt, wesentlich mehr Kreativität. Der Nachteil ist aber, dass Ihnen vielleicht eine Idee gestohlen wird oder Teilnehmer der Gruppe in ihrer neuen Firma plötzlich mitarbeiten wollen und schon müssen sie den Kuchen teilen. Das sind also so ein paar Nachteile. Also alles vorher gut absprechen. In allen Fällen ist Folgendes zu beachten, dass Sie natürlich nicht direkt starten, sondern Sie müssen erstmal das Produkt oder die Dienstleistung evaluieren. Sie müssen also schauen, macht es Sinn? Gibt es eine Nachfrage? Wie hoch ist die Nachfrage? Sie können also mit Umfragen starten. Sie können auch wie so eine Art Vorverkauf starten und erst dann, wenn sich das als positiv bestätigt und herausgestellt hat, dann sollten Sie frühestens mit der ganzen Unternehmerschaft beginnen und dann geht es auch nochmal in eine Testphase. Das habe ich hier unten dargestellt. In allen Fällen testen Sie also durch, probieren aus, gegebenenfalls wird nachgearbeitet, angepasst, vielleicht auch verworfen und dann beginnen Sie komplett neu und müssen
wieder hier zurück und eine komplett neue Geschäftsidee suchen, mit Berater oder ohne Berater. Das ist jetzt erstmal zweitrangig, aber es ist also ein ständiger Kreislauf, in dem Sie sich dort befinden, mit einem Berater, mit einem zuverlässigen Berater, der auch Erfahrung hat. Verkürzen Sie vielleicht diesen Kreislauf etwas und es wird alles etwas sicherer, weil er einfach mehr Erfahrung hat und Sie müssen nicht so viele Durchläufe machen. Nun möchte ich Ihnen aber noch die häufigsten Fragen zum Thema Geschäftsideen beantworten, die im Gründerlexikon so gestellt wurden. Dazu gehen wir einfach mal an meinen Rechner und ich gebe Ihnen die Antworten. So, nun möchte ich die häufigsten Fragen beantworten. Die erste, die ich hier gerade lese: Gibt es die perfekte Geschäftsidee? Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Es gibt nicht eine perfekte Geschäftsidee, sondern die perfekte Geschäftsidee ist für jeden unterschiedlich, je nachdem, was Sie für eine Persönlichkeit haben, was Sie für Vorlieben haben. So kann die Geschäftsidee für jeden anders ausfallen. Die perfekte Geschäftsidee ist eh subjektiv. Für mich persönlich ist es so, dass die perfekte Geschäftsidee genau diejenige ist, die mir erstens ein sicheres und gutes Einkommen verschafft. Allein das ist schon subjektiv. Zweitens, wo ich glücklich mit bin, wo ich kreativ aufgehe, wo ich Erfolge verzeichnen kann, wo ich mich einbringen kann, wo ich schlichtweg in meinem Traumjob bin. Und da muss ich kein Millionär werden. Das ist aber für mich dann die perfekte Geschäftsidee. Und deswegen ist das auch bei jedem anders, weil jeder andere eine andere Persönlichkeit hat. Die zweite Frage: Kann man eine Geschäftsidee auch kaufen? Das hatte ich gerade am Whiteboard schon erklärt. Es ist eine Variante, eine Geschäftsidee zu finden. Die, wo man ein Unternehmen kauft, aus unterschiedlichsten Gründen, eine Website, einen Online-Shop kauft oder ein Offline-Unternehmen. Es ist also möglich. Wenn Sie jedoch meinen, Sie gehen zu eBay oder zu Amazon und kaufen sich eine CD oder ein Buch und da stehen dann 255 Geschäftsideen drin, das ist wahrscheinlich der falsche Weg. Und da spreche ich nicht von einem seriösen Kauf, sondern das ist einfach nur die Umsetzung der Geschäftsidee eines anderen, der mit Ihnen wiederum Geld macht. Denn die Geschäftsidee scheint dann zu funktionieren, wenn Sie das Buch oder die CD gekauft haben. Also, solche Sachen billig bei eBay kaufen ist Schwachsinn. Ein Unternehmen im Sinne der Nachfolge zu kaufen oder eine Webseite zu kaufen, wo ich weiß, was das Unternehmen in den letzten 5 Jahren oder in den letzten 3 Jahren an Umsatz oder Gewinn gebracht hat, wie hoch die Schulden sind oder wie hoch das Vermögen des Unternehmens ist, worauf ich mich einlasse, das ist seriös und das ist auch vernünftig. Von dem her kann man wohl Geschäftsideen kaufen, Firmen kaufen, sage ich das einfach mal. Geschäftsideen selber, die blanke Idee ist eher unwahrscheinlich, vielleicht mit einem Berater, der einem für Geld hilft, aber so direkt nur eine Idee auf einer CD oder einem Buch würde ich mal eher nicht machen. Wenn Sie weitere Fragen haben, dann schreiben Sie mir einfach in den Kommentaren unter dem Video. Wenn Ihnen das Video gefallen hat und Sie konnten einige Tipps und Hinweise nutzen, dann geben Sie mir einen Daumen hoch. Und wenn Sie kein weiteres Video mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie einfach das Gründerlexikon bei YouTube und ich informiere Sie dann, wenn es von mir was Neues gibt aus der Welt der Existenzgründung und der Unternehmensführung. Bis dann, alles Gute und viel Erfolg beim Suchen und Finden einer Geschäftsidee.